Grüß euch! So, das Video beginnen wir mal ein bisschen starter, weil es der Anlass dazu. Ganz ein trauriger Anlass. Das Video wird ein bisschen starter. Und der Anlass, es hat mal wieder gedonnert im Jenseits. Es hat wieder einen großen, lauten Donnerschlag gegeben im Jenseits. Und der Donnerschlag war wieder brutalst, ne? Dass man ruhig wird. Und dass man einfach mal wieder überlegt, was Sache ist. Und der Anlass für das Video ist, da wo ich drauf sitze. Ne? Schaut im Hintergrund. Wurzelstock. So. Was seht ihr da? Was seht ihr da? Traurig. Ganz, ganz traurig. Wahnsinn. Was ist das? Das ist eine von unseren Sommereschen. Also, wir haben gewisse Sommerbäume in unserem Wald gerassen, weil die Eschen, ganz schöne, dicke Eschen. Nicht unbedingt gerade gewachsen, aber gerade, weil wie sonst am Eschen. Ja, und der Sturm hat es mitgenommen und umgefallen ist. Mein Eschentrieb sterben, Kinder, jeder von euch ist gang und gäbe, ist nichts Neues. Und da fallen halt irgendwie die Wurzeln an und wenn ein gescheiter Wind kommt oder ein bisschen Wind, dann fliegen die Eschen. Und unser schöner Sommerbaum, Eschen. Traurig. Also ich finde das brutal traurig. Es ist keine leichte Sache, hängt, wenn der Asse zum Fahren und der Eschen weg zum Arbeiten. Ja? Werde ich am Sägewerk aufschneiden, weil jede Eschen, die bei uns fliegt, auch wird am Sägewerk aufgeschnitten, dass das einen zweiten Zweck hat bei der Verwendung. Die beschrifte ich dann, dass ich weiß, das war unser Sommereschen, das war die Eschen, die da gestanden ist und so weiter und so fort. Weil einfach Eschen am Aussterben sind und wenn was am Aussterben ist, dann hängt das Herzblut nur mehr drauf. Also bei mir zumindest. Schaut es euch an. Eschen ist da herinner gestanden. Einfach in der Mitte herinnert. Wind nimmt es mit. Und nimmt noch mehr mit. Natürlich noch ein paar Feuchten. Aber die Eschen ist natürlich so. Ich werde jetzt den Anstocker anfangen. Sind dann schade. Und dann geht es aufs Sägewerk mit der Eschen. Dass man schaut, ob ich da innen auch schaut. Und dann haben wir den letzten Zweck von der Eschen im Prinzip. Dann wird es ein Möbelstückel oder ja, man kann irgendwas anderes nur da draus machen. Es wird nicht eingeschirrt. Das ist wieder ein harter Gang für mich, das sage ich euch. Aber heute arbeiten die wir die Eschen aufarbeiten, noch am Sägewerk. Vielleicht mache ich noch ein Video, bis noch ein Möbelstückel wird. Dann hat man den ganzen Prozess einmal gesehen. Weil bei uns das Holz kommt, weil da haben wir auch schon viel gefragt, was machst du mit deinen ganzen Eschen, mit den Eschen, mit den Eschen? Und sage ich, du, aber geschnien, einmal am Sägewerk aufgelegt, schneien, und was man dann macht, ist wieder was anderes. Ne? Also, wie gesagt, heute ein bisschen ein trauriger Tag, Arbeitstag, aber ich nehme euch ein bisschen mit, schaut ein bisschen zu, dann geht's gleich weiter. Jawohl! Jawohl! So, mittlerweile bin ich schon mit dem Rückenwagen unterwegs, ihr seht es eh, und lade die Sachen auf.
die wir jetzt da vom Sturm außer gemacht haben, wie gesagt, der Esch, ne? Der Esch. Ja. Zwei so Breckel waren, 5 Meter lang. Ja, 5 Meter haben sie nicht. 4 Meter ungefähr, weil das schneiden die noch weg da. Weil dann macht er so einen Zwistel. Dann haben die schöne, gerade Stämme. Ja, so, ja. Gerade, ja, einigermaßen gerade. Wenn man da mal reinschaut. Ja, ist fast ein Schwarzkern. Wird interessant, Schwarzkern eschen. Gute Qualität, super, einmal frei, weil es gerade ist. Und da habe ich auch den Stempel schon mal. Ah, Schwarzkern. Oh, das wird interessant. Der Kern ist nicht ganz ideal. Ja, schon wieder irgendwie. Naja, ist nicht ganz ideal. Also wenn der Schwarzkern da gleichmäßiger war, war es Topware. Aber ist sowieso Topware, weil es gerade gewachsen. Und da bin ich echt gespannt. Also da haben wir zwei von da oben. Ich hab's euch ja gesagt, hat es da Wind geschmissen. Und dann habe ich da noch drei. Haben wir auch gesehen, da hat auch der Wind Eschen geschmissen. Und zwar unten in unserem Biotop Holz, sagen wir alle mal, ja, Biotop Holz, weil das ist so ein nasses Loch. Da wachsen auch der Eschen drinnen. Und da, wenn ein Eschen umfällt, lassen wir es nochmal alles liegen. Wir lassen einfach alles liegen. Kreuz und quer, weil da kannst du auch nicht rausrücken, weil das ist viel zu nass. Und muss er jetzt auch. Also, wir haben halt das Hützel ausgewählt, dass wir da Biodiversität dann haben. Ja, da kann sich ansiedeln, was will. Da haben wir mal viel Anten und Zeug und Klumpen und wo. Ich zeige euch das. Am besten ich zeige euch das einmal in einem extra Video, weil das Hützel ausschaut. Genau, das machen wir so. So, und da habe ich die drei Längen außer. Ja, weil das sind auch gerade gewachsene, normale, also was heißt, das sind, wie sagen alle, weil Rosé-Eschen, weil die ist so roséfarben, die haben da unten recht nass benannt, die stockert ein bisschen und dann wird die Eschen so rosé. Wenn die nicht so stocken, dann werden sie mehr in der Richtung. Also da haben wir eigentlich zwei Arten von der Esche. Ja, einmal die Schwarzkern-Eschen und einmal die Rosé-Esche. Schaut unterschiedlich aus. Zeige ich euch, wenn wir es am Sägewerk aufschneiden, da sieht man es noch genauer. Aber da habe ich die drei Längen noch. Und die zwei, den lade ich jetzt dann noch auf. Von der Wasserleitung. Das ist das Wasserleitungsholz. Und unten ist Urspruch. Genau. So. Und zwar möchte ich jedes Mal, wenn ich einen Stamm schneide am Sägewerk, oder ist wurscht, wissen, in 10, 15 Jahren, oder 5 oder 10 Jahre, wo der her ist. Das möchte ich einfach wissen. Das habe ich mir so angewendet, weil du musst sagen, wenn du jetzt 5 oder 6 allein schneidest, dann tricken die schon Freiluft 6 Jahre und dann sollst du das innen nur mal gescheit tricken, 3-4 Jahre, dass dann einigermaßen Drucker sind und dass halt einfach auch stressfrei sind. Und darum, da weiß ich nicht mehr, wo der Baum gestanden ist. Ich will aber das wissen. Ich will wissen, wo, wenn ihr so Eschen schneidet, wo die Eschen gestanden ist. Das ist einfach, einer sagt, du spinnst doch, du bist doch völlig verrückt. Ich sage, das wollte ich halt einfach wissen. Nicht? Weil dann kann ich sagen, wenn ich jetzt ein Möbelstückchen mache, schau her, das Möbelstückchen, das ist von dem Baum, von der Wasserleitung. So, und dass wir das wissen, da gibt es bei mir gewisse, ja, ein gewisses Kürzel. Ich habe es schon einmal in einem Video erklärt, glaube ich. Ich verlinke es euch einmal in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich habe es da gesagt, aber ich sage es nochmal. Und zwar ist das Kürzel folgendermaßen. Also, ein gescheiter Holzbauer braucht allebei ein Kreim in der Hosentasche drin und ein Biss. Ne? Ja? Ein gescheiter Holzer, der braucht ein Kreim in der Hosentasche und ein Biss. Ne? Die Kreim muss allebei drin sein. Und wenn du die Hosen zum Waschen tust, dann lässt das drin, der Kreim. Lass das drin, ne? Dass du das ja nicht vergisst. Das nächste Mal, wenn es vom Waschen wieder kommt, Hosen, dass du den Kreim nicht vergisst, wieder rein zum Tau. Ganz wichtig, weil ein Kreim braucht man zum Anschreiben. Merkt euch das. Tipp, Geheimtipp. Lädt euch ja nicht schimpfen.
wenn der Greim beim Waschen drin ist. Haben wir wieder Greim vergessen, hä? Also, Schmarrn da! Also, Kürzel, Zunge geht schon runter, ihr merkt es, der Dach macht so. Also, Kürzel, wir haben jetzt da einmal den Baum, der da umgestanden ist, habt ihr am Anfang gesehen, ich hab's euch erklärt, da oben, und das ist Wasserleitungsholz. Also, die zwei Stempeler kriegen ein Kürzel. Und zwar, schreiben wir es gleich drauf, 1-23. So, was bedeutet das? Das haben wir mal ausgedacht. Das bedeutet ein Jahr, eine Jahreszahl, 23, 20, 23 und der 1 ist eine laufende Nummer für jeden Baum, wo ich praktisch schneide. Dass ich weiß, welcher Baum wo gestanden ist. Also das heißt, 1, 23 kriegt der Stamm und der Stamm. Die zwei kriegen 1,23 und das schreiben wir dann auf. Das 1,23 schreiben wir dann auf und da schreibe ich dahinter, was das dann ist: Schwarzkernischen, wie lang, wie breit, wie dick und so weiter und was gestanden ist. Und da schreibe ich dann Wasserleitungsholz. Also, nehmen wir mal her. Im Prinzip, da her, 1,23. Ne? So. Und wenn ich den am Sägewerk schneide, zu Lahn, dann schreibe ich auf jeden Lohn, schreibe ich das 1,23 drauf. Da bin ich ganz rigoros. So, und jetzt haben wir im Prinzip nur die 3, ja, die 1, 2, 3. Das ist dann 2,23. Ja, Jahreszahl 23. Der zweite Baum 2023. Ist eigentlich ganz einfach. Ne? So mache ich das. Dann weiß ich das ganz genau. Wenn es zu lang geschnitten ist, mache ich auf jeden Lohn drauf. Dann weiß ich, dann kann ich den Lohn auch mischen. Ja? Weil das wird alles angerichtet auf einen Bolter, das wird alles angerichtet auf einen Gleich. Ein ganz hoher Stoß halt. Und dann weiß ich, dann kann ich mischen. Ja? Und dann weiß ich, welcher Lohn. Jetzt sagt der oder der andere sagt jetzt, der spinnt. Der ist komplett verrückt. Das ist alles nicht notwendig. Esche ist Esche. Ich sage, mei, klar, wenn einer das nicht machen will, dann braucht er das nicht machen. Aber ich möchte es einfach wissen. So, und dann kann ich sagen, schau, das, der Tisch, oder was weiß ich, der ist gemacht aus einer Eschen von Leitungswasserholz und von Ursprung. So. Und das ist halt einfach schön, wenn du auf den Tisch dort hockst, dann trinkst du ein Seil Bier und kannst sagen, das ist da von daher. Ja, so. Und da habe ich schon wieder gesehen, wie ist das? Das Wild. Das Wild ist da. Das Wild ist da. So ein Stängel. Und so ist es. So. Also. So, ich habe jetzt da nur ein bisschen Brennholz, weil bei uns kommt nie was weg. Von deren Stempel, von Erdstammasse, es werden Lahn und der Rest wird Brennholz. Genau. Oder Schnitzel. Bleibt nichts über. Also alles. Es gibt keinen Abfall. Super Sache. Ne? Ja. So. Und jetzt fahre ich das noch heim. Lade ich das ab. Und dann geht es morgen weiter mit dem Sägewerk. Da schneiden wir am Sägewerk das Zeug auf. Und dann ist das sozusagen die ganze Strecke gewesen. So, aber bis dahin würde ich sagen, sehen wir sie morgen beim Sägewerk. Werfen wir Zecho, nehmen wir es auf und dann richten wir es noch schön an. Und dann haben wir wieder Material, oder? Jawohl. Also, dann bis morgen. Jawohl.
Sache, das, was da ist, im Stab reinräumen. Die Balken. Ja. Ich war am ersten, da bin ich wieder aus, da hat die wieder die Richtung gedacht. Das müssen wir jetzt sehen, ja. Jawohl, das ist doch einmal ein super Projekt gewesen, oder? Auf vielfachen Wunsch habe ich jetzt einmal ein Video gemacht, wie wir das machen, wie das bei uns ausschaut. Wo bei uns die schönen Lahn herkommen und so weiter und so fort. Ja? Und jetzt einmal vom Baum zum Brett, wie das so in Gromwelle so ist. Nicht? Bei uns, wenn du draußen einen Baum schmeißt, dann wird der nicht verholzt oder wird liegen lassen, sondern der wird verarbeitet. Nicht? Der kriegt eine zweite Berufung, der kriegt einen zweiten Beruf, der wird benutzt. Nicht? Und so jetzt auch mit der Eschen. Die war mir im Herzen, das Herzenblut, weil das eine Samenesche war. Ja, eine Mutteresche, die auch viele Kinder geschmissen hat, hat es der Wind gepackt und jetzt die eine zweite Berufung haben. Also, viele haben auch gefragt, ja, die Eschen. Die schaut doch aus wie ein Eicher. Das ist doch selbe Holz, schaut genauso aus und so weiter. Und so. Nein, das ist nicht ganz richtig. Eschen ist für mich, für meiner Meinung nach, nur schönes Holz, weil das hat ruhige Akzente und dann hat es wieder recht, ein Kerneschen hat richtige starke Akzente. Das ist ein ganz wunderbares Holz und extra für euch, die wir gefragt haben oder wir gesagt haben, der Eschen, der schaut aus wie ein Eicher. Jetzt habe ich euch einmal da einen Aufbau gemacht. Ja, von unterschiedlichen Holzarten. Einmal einen Vergleich. Und zwar haben wir da die Esche, also die Eschen, die wir mir jetzt geschnitten haben, solche. Schaut euch die wunderbare Maserung, da ist jetzt zum Beispiel ein Ast drin. Also das ist alles stabil, nicht? Das ist ein Hartholz, das bricht nicht auseinander, das hält her. Und da ist ein Ast drin. Ja, schaut euch die Maserung an, der ein bisschen dunkel, ein bisschen heller und so weiter und so fort. Ja, es gibt da Eschen, die einfach bloß so sind, bloß weiß, ja, weißlicher, das schaut ein bisschen aus wie ein Ahorn, da ein bisschen ahornmäßig, ja, aber da wie man runtergeht, da ist mehr Leben drin, schaut euch das an. Und da haben wir jetzt ein Eicher, ja, ein Eicher, das schaut doch das Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Eicher, die hat die typischen Augen, wie man da sieht, die typischen Eichenaugen, oder die Esche überhaupt nicht. Ja, die hat einmal einen Ast drin, ja, sieht man da ein bisschen Verwirbelungen. Und da hat man dann da die typischen Eichenaugen. Ja, das ist doch ganz was anderes, wenn man das so anschaut. Ja. Also, finde ich, nicht? Von der Farbe her auch anders. So, jetzt habe ich da noch zum Vergleich einmal einen Nussbaum. Das ist ein Nussbaum, das schaut wieder ganz anders aus. Ja, der ist ein bisschen dunkler noch, da ist jetzt gescheit der Wurm drin. Aber mein, das macht ja nichts, weil irgendwo ist überall einmal der Wurm drin. Nicht? Genau, das ist der Nussbaum und da habe ich mal einen Bucher. Eine Buche. Ja, eine Buche. Noch her, einfach zum Vergleich. Ne? Eine Buche ist noch wieder heller, aber da ist ja gar kein Lehm drin. Also das ist ja fast wie ein, schaut aus wie ein Eisen. Ne? Möchte ich mal sagen. Ne? Da ist schon ein bisschen mehr da. Bei einem Nussbaum ist natürlich ein ganz Edelholz, ein totales Edelholz, ne? Ist ja klar. Bucher, bekannt und Esche. Der Opa, Urgroßopa und so weiter haben alle Eschen gebaut, was geheißen hat. Eschen, das ist der Zukunftsbaum. Ja? Und jetzt, wenn man hier schaut, Eschentrieb sterben, dann ist der auf einen Schlag die Esche kein Zukunftsbaum mehr und ist vom Aussterben bedroht und wird auch sterben. Und vielleicht irgendwann einmal eine robustere Form kommen, aber jetzt sagen wir mal, sie stirbt aus. Ne? Dann ist die Esche weg und gibt es nicht mehr. Also das heißt, die Esche hat ein Schicksal. Ja? Und bei uns am Hof da auch eine ganz eine besondere Geschichte. Und wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt da eine Eschen geschnitten am Sägewerk gekommen. Ist ein Top-Holz, ein wunderbares Holz. Einfach mein Lieblingsholz. Ja. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es positiv. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, statt mich sackrisch freier. Ja. Und Glocke aktivieren, sonst gibt es nicht, sagt der eine oder andere. Ja. Alles klar, vielen Dank, bis demnächst, habt ihr Servus.